Hey! Was ist denn jetzt los? Fritjof! Merk da, Penner! Fang an zu reden, du Halunke von Team Plasma! Was möchte uns diese Melodie auf dieser Brücke vermitteln? Welche Gefühle sollen transportiert werden? Zumindest klingt es wirklich sehr mysteriös und dennoch wunderschön. Aber erstmal, willkommen zurück zu Let's Play Pokémon Schwarz Edition 2. Fahren wir ein bisschen und da vorne steht schon ein kleiner netter Herr, den wir jetzt anquatschen. Servus, lieber Kollege. Gelegentlich zeichnet sich oberhalb der Brücke der Schatten eines Vogel-Pokémon ab. Seine Federn gleiten anschließend sacht zu Boden und wenn man versucht, eine solche Feder aufzuheben, kann es mitunter vorkommen, dass man mit einem Vogel-Pokémon zusammenstößt. In der Kontaktebene wurde eine neue Festival-Mission hinzugefügt. Federn auf der Zugbrücke. Maria City ist berühmt für diese Zugbrücke, für das Pokémon World Tournament und für den verliebten Mann Charles. Ja, den verliebten Mann Charles kennen wir bereits. Oh, eine Feder. Kraftfeder gefunden. Warum nicht? Und eine weitere Kraftfeder aufgesammelt. Kraftfeder ist doch das gleiche wie Protein, nur abgemildert, ne? Von der Konsistenz, glaube ich. Ein Obi-Verkäufer. Die Maria-Zugbrücke wird auch Glurak-Brücke genannt, weil sie aussieht wie ein Glurak, wenn sie hochgezogen ist. Ich habe allerdings noch nie einen Glurak gesehen, also weiß ich nicht, ob das stimmt. Genie-Feder, das müsste Spezialverteidigung oder Spezialangriff erhöhen. Ich habe mich mit den Federn noch nie beschäftigt, aber was sollte es anderes sein? Das war die Maria-Zugbrücke. Es hagelt! Passend! Eine Brücke verbindet entfernte Orte miteinander und Pokémon-Kämpfe und Pokémon-Tauschaktionen verbinden verschiedene Menschen miteinander. Das heißt doch, dass Pokémon-Brücken zwischen den Menschen sind, oder? Ich bin Tex Spire und das ist Maria City. Willkommen! Na, wie findest du unsere Zugbrücke? Sie ist der ganze Stolz der Stadt. Aufgrund ihres eleganten Aussehens wird sie auch die Glurak-Brücke genannt. Maria Zugbrücke. Oh. Team Plasma. Los, lass uns wieder Pokémon stehen. So wie früher. Das hat doch Spaß gemacht. Das geht nicht. Ich habe auf die harte Tour gelernt, dass man nicht stehlen darf. Ach, hör doch auf. Es ist zu spät, um plötzlich den Gesetz streuen zu geben. Bam! Penner! Die Leute verstehen unsere Herrenmotive nicht und behaupten, wir seien Ganoven, die die Weltherrschaft an sich reißen wollen. Selbst wenn du Team Plasma verlässt, sind sie unfreundlich zu dir. Du kannst genauso gut mit uns Pokémon stehlen und die Welt erobern. Dann werden sich die Leute, die jetzt gemein zu dir sind, vor dir niederwerfen und dir ständig sagen, wie toll du bist. Nein, das würde Master N traurig machen. Das kann ich nicht tun. N, der König von Team Plasma, dass ich nicht lache. Er ist nichts weiter als ein Verräter. Der Kerl hat uns im Stich gelassen und ist einfach irgendwohin verschwunden, als wir ihn am nötigsten brauchten. Hey! Was ist denn jetzt los? Fritjof! Merk da, Penner! Fang an zu reden, du Halunke von Team Plasma! Ah! Was soll das, du Kleiner? Ach Mist! Mir wurde ja extra gesagt, dass ich keinen Ärger machen soll. Ich mach mich doch am besten mal fertig. Denkst du etwa, ich lass dich entkommen? Bleib stehen, du Wichser! Hey, hey, Fritjof, wie bist denn du drauf? Ist schon okay. Er ist ein Freund von mir aus meinen Zeiten bei Team Plasma.
Aber vor 2 Jahren hat sich das Team aufgespalten in diejenigen, die gefolgt sind, um die Pokémon zu retten, und diejenigen, die mit Jesus die Welt erobern wollten. Ah, den Rest kann ich euch in unserem Haus erzählen. Es steht auf dem Hügel neben dem Pokémon-Arena. Wie der Friedhof abgeht, gerade eben, die ganze Sequenz hier, die Schläge an sich da. Hier erstmal ein Bash zwischen den Plasma-Leuten und dann noch Friedhof. Der muss natürlich mitmischen, der muss sich überall an, Vor einiger Zeit hat mir Team Plasma mein Pokémon gestohlen. Später habe ich es aber wiederbekommen. Kokororo! Genau, einmischen wollte ich sagen, was Friedhof noch angeht. Und Marias Sicht hat sich total verändert. Sah das nicht damals ein bisschen anders aus? Nicht so edel? Besiegt ein Pokémon einen Gegner, der stärker ist als es selbst, erhält es dafür mehr Erfahrungspunkte als üblich. Oh, du hast einen Pokédex! Sagst du mir, wie viele verschiedene Pokémon du bisher gesehen hast? Oha! Du hast die magische Grenze von 70 also bereits überschritten. Hier, das ist mir eine Belohnung wert. Seegesang. Das ist Überreste für Arme. Kann man aber auch gut einsetzen. Also kann auch besser als Überreste sein. Ein Pokémon, das Seegesang trägt, regeneriert im Kampf einige seiner KP, wenn es den Gegner Schaden zufügt. Aber davon mal abgesehen, du zeigst dein Pokédex doch hoffentlich regelmäßig der Professorin, oder? Nö. Und du bist wer? Ich habe bei einem Pokémon-Freund einen sinnlichen Artikel gelesen. Hältst du die L-Taste gedrückt, wenn du eine Attacke auswählst, erhältst du eine ausführliche Erklärung ihrer Wirkungsweise. Hast du das gewusst? Teste ich nachher mal aus, danke. Willkommen in Grand Hotel Maria. Mit freien Zimmern können wir zwar nicht dienen, aber das sollte dich davon abhalten, bei uns ein bisschen zu entspannen. Ja, ich guck mal, wie viele Stockwerke dieses schöne Hotel hat. Oh, 18 mindestens. Erinnert mich gerade an das Team Rocket Versteck in Saffronia City. La 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 la. Hier möchte bestimmt jemand kämpfen. Kaum im Ausland angekommen, werden auch schon Pokémon getauscht. Bravo! Kinder sind ja so herrlich unkompliziert darin, neue Freundschaften zu knüpfen. Toll! Dank Drahtlosverbindung können wir auch auf Distanz Pokémon tauschen. Bitte kümmere dich gut um das Pokémon. Immerhin habe ich es damals getauft und ein Item habe ich ihm auch mitgegeben. Stock 18, mal gucken, was uns da oben erwartet. Stockwerk 18. 18. Stock, wir kommen. Da unten ist schon mal eine süße Dame. Stetige Veränderung ist wichtig, aber noch wichtiger dabei ist doch, dass man sich im Kern treu bleibt. Nehmen wir die Pokémon als Beispiel. Sie entwickeln sich zwar weiter, behalten aber ihr wahres Wesen bei. Nanu, das Pokémon hat ja was im Maul. Wie süß. Milza! Milza! Was ist das für ein Schnösel? Wo habt ihr eigentlich keine Türen? Hey, bleib stehen! Maria City, wie ich es in Erinnerung habe, hatte so einen herrlich herben Charme. Ja, stimmt. Und das sieht jetzt irgendwie ganz anders aus. Naja, was soll's. Erstmal geht es wieder runter. Erdgeschoss, wir kommen! Das hier hat ja noch Stil, ne? Mit der Holzwand, teilweise. Cool. Aber alles ist ein bisschen zu modern für Maria City. Ich möchte ein besserer Trainer werden, damit man den geliebten Pokémon nie traurig sein müssen, weil sie verlieren. Maria City, benannt nach dem großen Meer. Aha, Schilder können also sprechen. Die Top 4 der Pokémon-Liga sind extrem stark. Ich habe gehört, man kann erst gegen sie antreten, wenn man im Besitz aller 8 Orden ist. Oh, ich kann ja von der Seite keine Schilder lesen. Marktplatz von Maria City. Checken wir nachher ab. Was ist das für ein Hotel?
Wenn du Select drückst, kannst du dir Items in deinem Beutel neu anordnen. Dieser Spruch kam immer in einen alten Werbespot. Okay. Da komme ich ja nicht durch, ne? War noch nie der Fall. Bauarbeiter. Obwohl ich die Tiefkühlcontainer jeden Tag gesehen habe, kann ich mich überhaupt nicht mehr daran erinnern, wie sie aussahen. Stimmt, die Container gibt es ja da unten auch noch. Da ist doch dieses Eiskühl-Dingsbums. Welche Attacken ein Pokémon lernen kann, hängt davon ab, welche Art es angehört. Willkommen im Hotel DK Dance Maria. Mit freien Zimmern können wir zwar nicht dienen, aber das sollte dich nicht davon abhalten, bei uns ein bisschen zu entspannen. Oh, das ist aber nett, dass du dir extra die Mühe machst, mich zu besuchen. Du bist ein Pokémon-Trainer, nicht wahr? Hey, es ist doch ein Pokédex. Klasse. Darf ich dich vielleicht um einen kleinen Gefallen bitten? Gerne. Ich möchte ein Pokémon sehen, das über die Attacke Stärke verfügt. Danke schon mal im Voraus. Ja, ich habe jetzt keinen Bock, meinem Pokémon die VM beizubringen, aber vielleicht nachher. Oder ein andermal. 18. Stock, wir kommen. Da unten wartet schon ein Psycho oder eine... eine Karatefrau. Camilla, die schöne Arena-Leiterin von Rayon City, hat einen furchtbar vollen Terminkalender. Ein beliebtes Model hat's halt nicht leicht. Nein, man kann es auf den Bringer freuen, aber auch leid mit sich. Glaub mir, am Anfang schafft man doch über alles, aber auch Spaß kann sich schnell auswählen. Ach, aber hör am besten nicht auf mich. Nee, ich hör nicht auf dich. Aber netter Ratschlag, vielen Dank. Vor 3 Jahren hat mir Team Blast mal die Augen geöffnet und ich habe Abschied von meinem geliebten Pokémon genommen. Seitdem lebe ich allein in einem Hotel. Manchmal fühle ich mich auch schon etwas einsam, aber so ist es wohl besser. Ich lebe ja nicht mehr ewig und ich will nicht, dass meine Pokémon um mich trauern müssen. Ah, trotzdem blöder Gedanke. Also wenn ich ein Shigi hätte, ich würde es über alles lieben. Shigi, Shigi, Schick. Oh, Shigi. Was ist das für ein Modepüppchen? Oh, welch überraschender Besuch. Hier, das schenke ich dir. Ein Ewigstein. Wir sprechen gerade von Shigi und ich würde es, wenn ich eins hätte, auch glaube ich nicht entwickeln. Und ich würde es eben einem Ewigstein zum Tragen geben. Ich bin wirklich so darauf bedacht, stets um zu allen Gästen freundlich zu sein. Mein Vater ist mir so erzogen. Er war ein Pokémon-Trainer. Ja, Flunch! Oh Gott. Flunch, Lixo, da mag meine geliebten Pokémon. Ruht euch heute richtig aus. Mark! Also die haben Kohle, ne? Wenn sie hier dieses Zimmer buchen können. Das ist nicht ganz ohne. So, Erdgeschoss, wir kommen. Bam, bam, bam. Ich bin der Tag. Der Taxpayer. Mal gucken, was da unten ist. Was bist du denn für einer? Ich habe mir schon fast gedacht, dass er mich nicht durchlässt. Du musst dir leider noch gedulden. Das Pokémon wollte nur mit der Wind zwar schon sehr bald seine Pforten, aber noch müssen wir ein paar letzte Vorbereitungen getroffen werden. Oh, du bist ja noch gar nicht im Besitz des Ordens von Maria City. Wie wär's, wenn du erstmal dein Glück in der Arena versuchst, um dir die Warte zu verkürzen? Naja. Vielleicht ist es gar nicht mal so eine schlechte Idee. Aber das machen wir ja später, denn wir haben noch einiges hier zu erforschen. Hey Charles, wie geht's dir denn eigentlich so? Charles, nun wart doch mal. Ich bin der verliebte Mann, Freunde nennen mich Charles. Ich will meine Angebetete unbedingt beeindrucken und habe da eine neue Form des Pokémon-Kampfes gelernt. Es handelt sich um den Dreierkampf. Willst du wissen, worum es dabei geht? Nö, ich kenn's bereits. Aber wahrscheinlich muss ich ja sagen, damit wir kämpfen können, oder? Beim Dreierkampf schickt man 3 seiner Pokémon gleichzeitig ins Gefecht. Die Regeln sind kinderleicht. Gewonnen hat derjenige, dem es gelingt, alle gegnerischen Pokémon kampfunfähig zu machen. Mehr steckt dahinter nicht. Tja, damit weißt du im Groben, worauf es beim Dreierkampf ankommt. Ich bin der verliebte Mann. Freunde nennen mich Charles. Als echter Trainer willst du den Dreierkampf sicher gleich ausprobieren, oder? Ja. So lobe ich mir das. Denn ich bin der verliebte Mann. Und Freunde nennen mich Charles. Ich gebe immer Vollgas. Ich will ja echt nichts sagen, mein Lieber. Aber haben wir nicht in der letzten oder sogar vorletzten Folge gekämpft? Naja, kann sein, aber denk daran.
Ich bin der verliebte Mann. Meine Freundin nennt mich Charles. Ja, die Pokémon kommen mir bekannt vor, mein Lieber. Also gut, Spritzprinz, Playboy und natürlich auch mein über alles geliebtes Mobben. Dann würde ich mal vorsichtig sagen, dass wir in den Kampf starten. Allerdings habe ich schon wieder vergessen, wie man das Pokémon wechselt. Ah ne, das ist eine andere Form des Kampfes. Das ist ja ohne diese Drehscheibe. Ja gut, dann hat sich das natürlich erledigt. Dann machen wir mal Rasierblatt. Und Smogon, du darfst gerne Gewissheit einsetzen. Dann passt das. Wobei ich sagen muss, dass ich etwas Angst um meinen Smogon habe. Ja, Galopp, das Vieh hat es nur überlebt, weil es nochmal durch die ganzen anderen Pokémon der Schaden halbiert wurde. Nein, Playboy, ich wusste das, Deswegen, diese fliegende Urne, die muss man echt als erstes besiegen. So, Flapterix wäre dann schon mal weg. Und dann müssen wir eigentlich nur noch ein Pokémon einsetzen, das schnell genug ist, um vor Simvolara eine Attacke einsetzen, außer Smogon haut's raus, worauf ich aber nicht spekulieren möchte. Aber wir werden sehen. Ha, cool. Das haut mich jetzt vom Hocker. So. Und Bock to Smog erreicht Level 29. Und möchte Gyrosball erlernen. Tja, Gyrosball. Angriff mit hoher Geschwindigkeit. Je niedriger die Initiative des Anwenders, desto mehr Schaden. Könnte für Smogon natürlich sehr, sehr prickelnd sein. Die Frage ist nur, was ich wegmache. Schlammbad, Gewissheit? Gewissheit 50. Schlammbad nicht. Rauchwolke ist mir eigentlich viel zu schade, aber ach, ich riskiere es, beziehungsweise drücke ein Auge zu. Rauchwolke ist nämlich nicht so schlecht. So, es kann Smogon leider keine Attacken, die den Status verändern, aber egal. Antikkraft. Das zieht leider nicht so viel ab, mein Lieber. Hagelkörner. Und somit haben wir den Kampf erfolgreich überstanden. Ich bin der verliebte Mann. Freunde nennen mich Charles. Ja, das weiß ich. Jetzt hast du es mir aber gezeigt. Ich dachte, ich könnte dir etwas beibringen, aber das Gegenteil war der Fall. Du hast eigentlich großes Potenzial. Beim Dreierkampf kann man nur gewinnen, wenn man seine Pokémon genau versteht. Wenn du es auf weitere Dreierkämpfe hast, dann geh zum Pokémon World Tournament. Vielen lieben Dank. Wir beenden diesen Part. Ich sage Dankeschön und bis zur nächsten Folge. Eine lausige Entschuldigung. Ist das alles? Und du denkst, damit ist es getan? Was ist mit dem Pokémon meiner Schwester? Wo ist es?